Warnung: Das folgende Video und Spiel enthält viel Blut, Verstümmelung, Organismus und Gedärme, die für einige Zuschauer verstörend rüberkommen mögen. Zuschauer nur ab 18 Jahren geeignet. Hey meine Guys und Girls und damit ein gruseliges Willkommen zurück zur nächsten Folge meines aktuellen, ja, Liebling-Horror-Games, nämlich Scorn. Ich freue mich weiterhin hier riesig, das Abenteuer weiterhin zu bestreiten, auch wenn es im letzten Part mal nicht so gut lief. Ja, ich guck mal ganz kurz ins Inventar. Alles klar, passt. Können wir jetzt auch gleich nochmal während des Fahrstuhls machen. Den letzten Part wie immer oben rechts ansehen. Und ja, ich möchte jetzt einfach mit euch weiterhin das Spiel genießen. Ich finde es halt bisher echt schon cool. Vor allem halt das Inventar. Das ist unser Inventar. Das ist halt schon geil. So. Gut. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier raus. Und dann, genau, sind wir jetzt wieder hier. Ganz unten angekommen. Und können uns wahrscheinlich nun der Maschinerie von da oben uns anwidmen. Ja. Sei dazu gesagt. Und es sieht auch cool aus, wenn wir so durch die Gegend laufen. Und ich glaube, ich heile mich tatsächlich noch einmal. Komm, was soll der Geiz? Ups, das war zu wenig gedrückt gehalten. So, pum pum. Rein mit dem Zeug, damit es uns ein kleines Stückchen besser geht. So, ich meine, hier unten waren wir ja. Genau, hier war der unsichtbare Aufzug, wie ich einst mal sagte. Ich finde das so cool, wie sich das hier dreht und bewegt und einfach alles. Es ist so genial gemacht. Ja, und das ist gerade momentan unsere Aufgabe. Wir müssen wahrscheinlich diesen Aufzug irgendwie in die nächste Ebene so langsam aber sicher bringen. Und genau das werde ich jetzt hiermit auch mal machen. Einmal Fingerchen rein. Flup, flup. Boah, Gott, ey, das ist geil. Oh, perfekt abgetimt. Oder das ist gewollt, ich weiß es nicht. Ey, ist das geil. Das ist so cool gemacht. Jetzt ist da drauf. Zack. Greift zu. Das fährt hoch. Und das wird wegtransportiert. Wait for me. Ich folge dir. Mein lieber Aufzug. So sieht das doch schon nach etwas aus. Und nun kann ich das auf die rechte Seite bringen. Diesem wirklich genial aussehenden Raum, der sich irgendwie gefühlt auch immer mit mehr Dunst hier vernebelt. Ich weiß auch nicht. So. Also ich bin mir zumindest sehr sicher, wir müssen diesen Fahrstuhl auf die rechte Seite bringen. Also, einmal wieder wenden. Ui. Und dann nochmal verwenden. Hier. Nimm mal. Oh, es geht nicht. Der Arm ist zu kaputt. Okay. Dann. Ah, warte mal ganz kurz. Ich habe eine Idee. Du hältst das fest, okay? Bitte. Danke. Gut, klappt. Wir müssen ja nach oben fahren. Stimmt ja, stimmt ja. Also, immer in die Höhe mit uns. Halt's gut fest, ja? Lieber Greifarm. Oh. Liebes Greifchen. So, sieht doch noch was Gutem aus. Okidoki. Ja, nochmal rein mit dem Gelumpe. So, aber was bringt uns das denn letztendlich? Mit dem Aufzug. Ich meine, wohin fahren wir dann? Hm. Ich werde es herausfinden. So. Weil der Greifarm sieht deutlich in einem besseren Zustand aus. Und ich glaube, der wird jetzt einmal... Wie beim Glücksspiel hat er sich sein Pandachen gegriffen. Okay. So. Das sieht gut aus. Und, ja, mal gucken... Wohin uns das jetzt bringen mag. Ich glaube, ich muss den nochmal rufen. Also sprich nochmal betätigen. Machen wir. Rein mit dem Fingerchen. Ah ja, okay. So, jetzt ist er hier ran.
Oh Gott, aber jetzt sagt mir nicht, dass wir noch einen vierten benötigen. Oh boy. Das wäre blöd. Aber ich steig mal ein und mal gucken, was passiert. Hinein mit uns in die Todesfalle. Es dreht sich jetzt auch lustig im Kreis. Ah, aber wir halten jetzt hier an. Ja, und jetzt kommen wir hier raus. Alles klar, wunderbar. Ich verstehe schon. Ja, ich höre dich schon. Alles gut. So. Ich weiß, ich könnte jetzt so die ganze Zeit durch die Gegend rennen und Peter meldet sich mal wieder. Oh Mann, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt nicht mehr gut. Wir spucken schon Blut. Au! Oh, ey. Junge, ich habe nicht mehr viel übrig. Ey, wie weit will der bitte schön noch in uns eindringen? Eieieiei. Wie werden wir nur diese gottverdammten Parasiten los? Und was ist das? Die machen sich über die Blumen her. Ja. Schön. Aber... Ah, mehr Munition. Moment, ich lade mal die eine Kugel nach, die ich noch habe. Zack. So. Und dann linke Maustaste. Rein mit dem Herzstein. Oder gibt er uns jetzt auch Dingens hier? Ne, der gibt nur Munition. Okay, das ist nur ein Munitionsspender. Da gucken wir doch mal in unser Inventar. Aha, sieht alles soweit sehr voll aus. Also wir können echt nicht viel mitnehmen. Wie viele Kugeln waren es? 13, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, 12. Also quasi 12 Uhr so gesehen, mehr oder weniger. Okay. Passt, aber guck mal. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln übrig. Das heißt, wir könnten quasi 5 mal jetzt ballern. 5 mal ballern, das hat er unten jetzt nicht hören wollen. Weil der hat jetzt schon Angst bekommen. Und wir könnten hierher zurückkehren. Wenn wir das denn wollen. Ja, ich habe echt Angst, bei den Dingern hier irgendwie einzudringen. Kurz mal hier wieder innehalten. Jede Ortschaft sieht einfach nur krass aus. Ah ja, das kennt man aus dem Trailer hier. Ach, es ist so cool gemacht einfach. Also wirklich, die Entwickler haben sich hier schon sehr viel Mühe gegeben. Und das sieht man einfach überall. Es ist echt genial gemacht. Die scheinen hier echt auch ihre Lebenskraft zu entziehen. Das könnte auch echt Sinn machen, weil wir wissen, das hat ja hier, ne, diese menschenähnliche Wesen da drin. Es sind für mich menschenähnliche Wesen, weil die sahen genauso aus. Boah. Bleib weg. Wo? Was? Wer? Hallo? Da ist einer. Pam! Pam! Das konnte ich mir jetzt mal erlauben. Und wir sind wieder hier. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, komm, ich folge dem Pfad einfach mal. Alter, die Überwucherung nehmen zu und nehmen zu und nehmen zu. Das wird immer schlimmer. Und ich glaube, wir werden uns echt wirklich immer weiter uns nach unten buddeln. Ich finde diesen Ausblick immer so episch, einfach nur. Oh, ist der aktiv? Hilfe. So mehr oder weniger, könnte man sagen. Oh, ich weiß, ich könnte nachladen. Boah, Alter. Was zur Hölle? Da müssen wir jetzt echt durch. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ey, das wird immer schlimmer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was geht jetzt hier ab? Ich möchte noch nicht den Schalter drücken. Komm, lad nach, komm. Das ist mir hier ein bisschen zu risky. Wir brauchen jeden Schuss.
Boah, die Ambience jetzt, ne? Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt gern zurückgehen wollen. Ich glaube, da war noch ein zweiter Weg. Meine ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ist das der Wahr? Also, Guys and Girls, jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch einfach genial gemacht, das Game. Lebt das? So halber, ne? Einige sind hier, aber können sich kaum fortbewegen. Und wiederum andere, die sind schon komplett aktiv. Ich hoffe, ich kann da nochmal zurückgehen. Tut mir leid, meine Zuschauer und Guys and Girls. Aber ich möchte einfach sicher sein, dass ich mir alles angesehen habe. Ich möchte keinen Pfad unerkundet lassen, eigentlich. So, jetzt sind wir hier wieder. Weil hier können wir noch entlang. Zumindest so ein bisschen. Ja, aber auch hier ist irgendwann wieder Schluss mit lustig. Da vorne wieder so ein weiterer Aufzug. Wie das hier auch aussieht, ne? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was unfassbar mit der Atmosphäre punktet. Und ich muss irgendwie sagen, seitdem ich die Helligkeit höher geschraubt habe, habe ich dieses Grisseln auch weniger. Was ich echt mega nice finde. So. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt sogar so knausrig. Ich habe zweimal geschossen. Wenn wir schon hier sind, holen wir uns einfach die beiden Schüsse wieder. So. Einmal her damit. Die zwei Schüsse, die ich gerade verschwendet habe, bitte wieder in mein Inventar saugen. Dankeschön. Find's auch geil, wie das dann hier, hatten es kurz gesehen, wie die hier aufgeploppt sind. Dass ich, die werden da rausgesaugt, hier und dann auf unser Jadstein gedruckt. Schon nice gemacht. Schon wirklich nice gemacht. So, jetzt muss ich nur den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Unnötiges Hin- und Hergelaufen, Alter. De-Abo, Dislike. Möchte ich nicht sehen. Ja, Entschuldigung, aber wenn man mal die Situation hat, dann Entschuldigung, aber ich mach das so. Das ist halt auch so mega nervös treiben. Du weißt nicht, wie viel oder wie oft du schießen kannst, ab wann es dir Ärger bereitet und wie und was und ja, einfach wie oft du dich quasi wehren darfst. Und ich glaube, bisher geht sogar, wie man das spielen, also wie ich das spiele. Seht ihr, ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Okay. Es wird kein anderer Weg vorbei. Ja, jetzt müsste ich wechseln. Aber wie? Wie wechsle ich? Ich verstehe das nicht. Ich brauche jetzt hier meinen Bohrkopf, um hier weiterzumachen. Den habe ich ja, aber ich weiß nicht, wie ich den ausrüste. Wartet mal kurz. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, zum Glück noch von alleine, wie ich wechsle. Das ist in verschiedene Waffen kategorisiert. Wir sind jetzt hier Waffe 2 und wenn ich jetzt die 1 drücke, zack, können wir das wechseln und dann das bedienen. Alles klar. Jetzt habe ich es gecheckt. So. Boah, das macht immer so einen Lärm immer, ey. Okay. Das heißt, es gibt zum Glück doch die Möglichkeit für mich, im Nahkampf zu bleiben. Wenn mir das doch lieber ist. Aber wie gesagt, tatsächlich sind wir jetzt so waffentechnisch echt gut dran. Also munitionstechnisch, dass ich jetzt tatsächlich die Waffe bevorzuge. Was? Oh. Oh mein Gott. Was ist das? Oh Gott. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Geht's hier durch? Ja. Oh nein, der verfolgt mich jetzt bestimmt, ne? Oh Gott. Wechsel mal. Nein, verdammt. Falsch gelaufen. Nein. Oh nein, kommt jetzt das, was ich denke, was kommt? Bestimmt, ne? Eine Fluchtsequenz und wir müssen auch noch taktisch mit den Wänden hier spielen. Ach du Scheiße, nein. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, bitte nicht.
Oh, bitte nicht. Das könnt ihr mir doch jetzt nicht antun hier. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier unten. Vielleicht aber hab... Ah! Bleib gefälligst da, wo du bist, ey. Erschreck mich hier nicht noch einmal. Oh Gott, oh Gott. Jetzt auch noch ein Verfolger. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, hi. Ach, Mist. Nicht getroffen. Hast du mal Glück gehabt. Guter Kompane. Lass mich dann auch in Ruhe. Wo muss ich hier überhaupt hin, ey? Das ist hier so verwurschtelt miteinander. Das ist... Nicht mehr normal, ey. Aha, aber hier ist etwas. Okay. Na dann. Hochwärts. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Alles gut, alles gut, alles gut. Fürs Erste ist alles gut. Aha, da krabbelt es weit entlang. Die Kreatur. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, hier können wir wieder was verwenden. Mach mal jetzt einfach mal. Wird schon nichts Schlimmes passieren, ne? Jawoll. Einmal wieder durchtrainier. Oh. Schön, Alter. Aber wir haben uns einen Durchgang geöffnet. Ja, und der da unten ist jetzt natürlich hochaggressiv. Ich warne dich. Ich habe noch viele Schuss. Und ich habe einen Schuss in meinem Kopf. Oh, und wir hören jetzt das Theme aus dem Main-Menü. Main-Menü. Menü, meinte ich. Ah, durch die Tür kommen wir nicht. Da brauchen wir 3 leuchtende Punkte auf unserem Stein. Ich verstehe schon, okay. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder nach unten. Gut, gut, mache ich. Ich meine, rein theoretisch, ja, wenn ich überknausrig bin, ich habe ja immer noch 3 Schuss übrig in dieser Station. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich da erstens eh nicht mehr zurückkehren und zweitens... Oh oh, ich weiß eh nicht mehr, ob ich da noch zurückkomme. Ist hier jemand? Oh Gott, ey, überall die Geräusche und die Ambience und alles. Das Spiel macht einen schon echt fertig. Also ich merke das auch nach dem Aufnehmen so. Oh, kleine Pause, wisst ihr? Und ist erstmal doch froh, dass man das hier alles abgeschlossen hat. Sehe ich da hinten das, was ich denke, was es ist? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche meinen Bohraufsatz wieder. Ah ja, ich sehe es doch da hinten schon. Es wartet auf mich. Hallo, Kollege. Wow. Muss ich das jetzt hier echt aktivieren? Ich hoffe, das öffnet nur die Türe rechts von mir. Und nicht das links von mir. Let's go. Okay, alles gut. Ich bleibe sicher. Aber der Gegner ist nun quasi direkt neben mir. Hm? Was meinst du? So. Oh, und was ist hier? Ach Gott. Ihr seid ja jetzt zu gütig, echt fast schon. Ich hol mir erstmal das hier ab. Upgrade. Endlich habe ich 3G-Empfang. Nice. Okay. Das war jetzt echt ein schlechter Witz. Was sagen denn meine Kugeln? Weil ich meine, ich bin ja komplett voll, genau. Hm. Also eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich bin komplett gefüllt. Mit Alkohol. Nein, Spaß. Jetzt aber haben wir ein klitzekleines Problemchen, um es mal so zu sagen. Also hier gab es jetzt nichts außer das Tür-Upgrade, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen jetzt irgendwie an dir vorbei. Ja, schöne Scheiße. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich muss einfach getimed das irgendwie abpassen.
Und dann rennen. Jetzt warten wir erstmal, bis du da seinen ganz ruhigen Spaziergang da abschließt. Und wir tun mal so, wie als würde er beim Drive-In vorbeikommen. Es sei denn, er rammt jetzt gleich wieder. Oder wir gucken uns die Kreatur mal näher an. Boah. Das ist schon sehr kräftig. Es hat auch einen richtig dicken, fetten Obermuskel. Aber seine Beine und Arme sind ganz dünn. Okay, es soll genau gegenüber von mir sein, wenn es da ist. Und dann aktiviere ich die Tür und renne da nach hinten, da in die Richtung. Jetzt, komm, schnell. Hi. Na? Lust auf eine Runde Tango tanzen? Auf geht's. Oh, es hat mich noch nicht bemerkt. Umso besser. Es ist sehr gut. Machen wir jetzt hier Verstecken spielen. Einfach schön im Gegenzug zu ihm mitlaufen. Dann wird er mich nicht bemerken. Dankeschön, lieber Baum. Sehr nett von dir, dass du mir Schutz bietest. Lalala. So, guck dich um. Du wirst mich eh nicht finden. Ich bin zu schlau für deine Art. Das ist ja echt so ein bisschen wie Merry-Go-Round. Okay, und jetzt weg. Aber das Viech kann es theoretisch verfolgen. So, da ging es nicht lang. Hier kamen wir her. Und ich glaube, da müssen wir nach oben, um zur Türe zu gelangen. Oder? Ja, doch, das müsste so sein. Okay, schnell. Das Viech kann uns nämlich theoretisch folgen, wie gesagt. Das sieht so dick aus, das möchte ich nicht mit meinen Munition füttern. Ich glaube, das freut sich dann sogar noch, wenn wir das tun würden. Dementsprechend, nein danke, aber ich habe kein Interesse daran. So, einmal 3G-Empfang habe ich. Bitteschön. Perfekt. Oh, und hier ist... Ah, Heilung. Apropos, komm, rein mit dem Zeug. So. Kann der Peter nachher wieder ein bisschen was absaugen gehen. So. Und einmal wieder Pixi-Pixi in deinen Bauch hinein. Ah, schön. So. Zeig mal her. Ah, wunderbar. Jetzt halten wir wieder unseren schönen Schlüssel in der Hand. So, 2 Heilungsfelder sind noch übrig, gell? Genau. Okay. Gut soweit. Oh, 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 oh. Ah. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße, er übernimmt die Kontrolle. Ach du meine. Ja. Guckt euch das an. Ach du Scheiße. Okay, das kann auf Dauer nicht gut werden. Ah, so sieht es aus, wenn wir das Ding in der Hand halten. Oh, scheiße, Alter. Das wird echt absolut kein gutes Ende nehmen. Der übernimmt immer mehr und mehr. Und wir können halt nichts tun, ey. Mann, ist das scheiße. Wow. Alter. Wow. Wow, wow, wow. Okay, Hilfe. Wo lang mit uns? Wow, das war mal ein wilder Ritt. Und nun? Hi. Oh, da hinten ist wieder so ein Viech. Bevor ich da jetzt aber hingehe, gucke ich mich erstmal noch ein bisschen um. Ach, da ist der Kollege wieder. Hier geht's nirgendwo entlang. Ich möchte kurz noch etwas sagen. Wisst ihr noch meine Theorie am Anfang mit der Story? Guckt euch mal unsere Hand jetzt an, ja? Wie das inzwischen schon aussieht. Ganz am Anfang sahen unsere Hände da auch nicht schon so total deformiert aus? Ich meine ja nur. Okay, da müssen wir schnell sein. Mist, okay. Das ist keine gute Idee im Nahkampf. Gut, dann wechsle ich. Wow. Ah! Schnell um die Ecke, schnell um die Ecke, schnell um die Ecke.
Okay. Ja, wobei, ist das jetzt richtig, da zu kämpfen? Ich könnte auch den Weg entlang gehen. So. Und dann gehen wir einfach mal hier entlang. Oh! Na komm, dich besiege ich im Nahkampf, mein Kleiner. Komm mal her. Spielezeit. Aua. Scheiße. Oh, guck mal, wie es wegwatschelt. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Okay, das war jetzt echt zettendämlich. Jetzt trifft's mich nochmal. Ich glaube, gleich sterbe ich. Ja, das war jetzt scheiße gemacht von mir. Komm, da heile ich mich gleich zweimal. Rein mit der Schoße. Ich möchte halt Munition sparen. Es tut mir leid, aber ich möchte halt Munition sparen. Okay, okay, okay. Gut. Ein selten schöner Anblick. Ja, 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 ja. Alles gut. So, komm, wechseln wir mal wieder zur richtigen Waffe. Boah, die klettern hier überall entlang. Ist das widerlich hier alles, ey. Ist das widerlich hier alles, ey. Und was passiert mit uns? Werden wir echt zu diesem Etwas, was wir da am Ende gesehen haben, so total deformiert? Ey, mich würde es irgendwie nicht überraschen, wenn das Spiel damit endet, wo wir angefangen haben, so. Irgendwie. Ich habe langsam das Gefühl, wir werden nicht lange genug leben, um alles hier zu erfahren. Diese Welt wird ein riesengroßes Rätsel bleiben. Wo kommt denn das her? Hier war ich vorhin, ne? Wieso bist du jetzt wieder da? Weg mit dir. Okay, der Aufzug ist nicht begehbar für mich. Ah, Gottes Willen. Mein Gott, lass mich doch. Ey, das hasse ich, wenn sie das machen. Gehen wir mal hier entlang. Überall, ey. Überall krabbeln sie entlang. Das ist krank, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie viele wir von denen inzwischen auch sehen, gell? Ist krass. Oh oh. Hi. Was geht? Schön, dich wiederzusehen. Alles fit? Alles klar? Ist jetzt nicht so schön, dass wir uns hier begegnen, ehrlich zu sein. Weißt du das? Finde ich echt nicht toll. Ich hätte vielleicht nicht nachladen dürfen. Okay, jetzt muss ich den so ein bisschen vor mich weglocken, dass ich da den Gang entlang gehen kann. Bist du noch hinter mir? Ja, komm. Kollege. Ey! Kollege! Danke. Ich wollte ihn jetzt fast schon anstupsen. Okay, so. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Okay, er ist zum Glück nicht so schnell. Bist du noch da? Ja, er ist noch da. So, kurz ein bisschen rennen. Dann wieder langsam gehen. So ist fein. Immer schön dem Papa folgen. So, der läuft jetzt brav hinter mir her. Wie mein eigenes Haustier. Ist doch schön. Ich brauche noch nicht mal eine Leine. Der ist echt brav im Verfolgen. So. Jetzt möchte ich ihm aber dann doch ein bisschen entkommen. Deswegen beeile ich mich mal. Und dann kann der da mal weiterhin schön seine Sachen machen. Ich rüste mich allerdings dann doch jetzt wieder mit der Waffe aus. Ich fühle mich mit der dann doch sicherer. Ihr merkt schon, ich gehe jetzt ein bisschen gehetzter hier durch, weil irgendwie, ich habe echt Angst, dass gleich was kommt. Wir sind hier irgendwie in den Außenbereichen, so ein bisschen. Und ich glaube, können wir hier noch entlang? Nein. Aber guckt mal, wir sind jetzt schon echt einen Halbkreis schon gelaufen. Ich habe das Gefühl, das Ding in der Mitte wird noch von sehr großer Bedeutung sein. Okay, was ist jetzt da hinten? Ein Aufzug. Oh, okay. Na dann. Ab dafür. Und noch weiter nach unten. Ach du Scheiße. Oh Mann, der Albtraum nimmt einfach kein Ende, Alter.
Das ist ja mal heftig. Ey, wir gehen immer weiter und weiter runter. Okay, Geiß und Gerz, komm. Das ist jetzt genug Spiel für heute gewesen. Das ist genug Scorn auch für mich gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und machen genau hier an der Stelle weiter. Ja, viele Fragen. Was ist das weiterhin für eine Welt? Wie ist jetzt all das hier entstanden? Und was passiert mit uns? Mit unserem Parasiten, der langsam immer mehr Kontrolle über uns einnimmt. Das kann kein gutes Ende nehmen. Und damit, meine Geist und Gehörs, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, haut raus, bis denn und ciao.